Was geht ab? Es ist Tag 10, wir waren wieder am See. Und Elias, was sagst du? Ja, genau, ich hatte hier direkt einen Biss auf Zander, auf einen kleinen Jigspinner. Das ist so ein Forellenköder. Und ich dachte am Anfang, weil man sieht es zwar nicht so leider gut auf der GoPro, aber ich hatte die ganze Zeit zwei Nachläufer von den Würfen. Ich habe ja ein paar Würfe gemacht. Ich war noch gerade kurz im Baum drin. Und ich habe Nachläufe gehabt und ich dachte, es wären Forellen. Aber tatsächlich waren es Zander. Bis ja, jetzt hatte ich einen Biss. Da ist er schon an Start gekommen. Oh Mann, ist schon geil, ne? Sieht richtig geil aus. Das war auf jeden Fall so ein schöner Zander. Ich würde ihn so auf 55 schätzen. Ich weiß nicht, ob ich ihn gemessen habe. Ich glaube nicht. Und Du warst auch allein am See, also ich war nicht ja, genau, dabei. Marcel war nicht da. Ich habe den halt gekeschert. Ja, hier messe ich immer den Fisch. Also doch, der hat so 50 cm. Ein kleiner schöner Zander. Ich lasse ihn auch wieder frei. Die Freilassung. Der darf natürlich wieder weiter schwimmen. Aber Zander am Tag ist mal wieder geil. Rechnet man halt nicht mit. Ja, hier habe ich auch an den nächsten Zander tatsächlich gefangen. Gerade eine Stelle weiter. Junge, einfach der nächste. Ich meine, wie krass ist das? Du holst hier mittlerweile so am Fließband raus. Das Ja, ist krass. richtig geil und auch wieder auf dem Jigspinner am Tag hätte ich nicht gedacht. Ich gehe eigentlich die ganze Zeit auf Forelle, aber fange die ganze Zeit Zander. Was ziemlich krass ist, weil man bedenkt, dass Zander nachtaktiv sind und vor allem wenn die Sonne scheint, dass sie ganz unten sind in den tiefsten Löchern. Und ich habe mit dem Jigspinner einfach normal gespinnt auf Forelle im Mittelwasser und trotzdem habe ich einen Biss nach dem anderen gehabt auf Zander. War echt ein krasser Tag. Nächster Zander. Ja, also 45 cm, ein ganz kleiner, süßer. Den lassen wir jetzt natürlich wieder weiter schwimmen. Der kommt zurück. Lass den Fisch frei. Bisschen noch vernebelt. Hier, nice. Wieder auf dem Forellenköder. Also der scheint echt gut zu sein. Und da war auch gerade eben ein Rabe. Oder ich glaube, dass es ein Rabe war. Und auf jeden Fall hat er fast alle von meinen Köderfischen genommen. Der frisst die wie im Stück. Das ist wirklich krass. Ich war 30 Sekunden, habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich 30 Fische gegessen, weil der Eimer war voll. Wie auch immer. Ich bin zufrieden. Marcel kommt gleich. Wir gehen noch gleich auf Hecht und Zander. Ich habe jetzt schon zwei Zander gefangen. Hat bisher echt super geklappt. Und ja, also die Zander sind jetzt nicht so groß, das ist klar. Aber die haben Power, ja, und die haben Bock. Die haben Bock, was zu essen. Und ich bin echt froh, dass ich jetzt wieder ein paar Zander gefangen habe. Ihr müsst euch überlegen, ich habe die letzten Jahre immer auf Zander ein bisschen geangelt und habe nie einen Zander auf Blinker gefangen, nie. Und ja, jetzt in den letzten 2 Wochen habe ich 3 oder 4 Zander auf Blinker gefangen, was wirklich komplett gestört ist. Ich habe das noch nie erlebt, das ist wirklich krass. Und ich bin auch wirklich happy, dass ich die Zander jetzt mittlerweile auch auf Blinker fange und nicht nur auf Köderfisch. Weil früher habe ich die ja nur auf Köderfisch gefangen und habe wirklich 50 Stunden oder mehr auf Zander geworfen mit Blinker. Und es hat nichts geholfen, ich habe keinen gefangen. Und jetzt fange ich mehr Zander als Forellen und ich bin wirklich einfach nur happy. Und ja. Da haben wir den nächsten Hecht. Elias hat einen an der Angel. Ganz normal auf Blinker. Aber man muss sagen, das war was Heftiges. Aber auch davor so generell, dass Elias, da holt wirklich gerade die Raubfische raus. Also ich nur Hechte, ich hatte einen Zander bisher gefangen. Aber Elias, da holt die wirklich die Dinger raus. Und der Elias hatte gerade, der war nicht so groß, da war vielleicht 40, 45 cm. Aber das Besondere war 40 cm. Und jetzt guckt mal bitte genau hin. Ihr müsst jetzt genau hinschauen. Das ist geisteskrank. Man sieht noch, wie der Hecht jetzt nach unten abzieht. Und jetzt, ein bisschen weiter rechts, und jetzt rechts war der zweite, war ein Riesenfisch. Da kam ein Riesenhecht angeschossen. Auf der Kamera sieht man das jetzt nicht so gut, aber wir können bestätigen, das war ein Meterfisch. Wenn wir, ja, der war direkt aus der Ecke kam er raus, ja. Direkt aus der Ecke kam er rausgeschossen auf den kleinen Hecht, weil der wahrscheinlich wegen den Farben oder von dem weißen Bauch, weil er sich ja so bewegt hat im ja, Wasser, was, oder? Was heißt kleiner Hecht? Der war ja schon, guck mal, ihr seht es auch gerade, der ist ja auch nicht klein. Aber das Besondere an dem war, dort, das kann sein, dass dort das Gebiet von dem großen Hecht war. Du hast ja schon mal so einen großen Hecht dort in der Ecke an der Angel. Und da sieht man auch mein Gesicht. Ich dachte mir so, was? Das war jetzt nicht wegen dem Hecht, wegen dem Fang, sondern wegen dem Doppelhecht. Genau, ja, weil der große Hecht sozusagen auf den kleinen ist. Weißt du, wie dieses Shot, was wir gesehen haben? Als dieser große Hecht auf diesen kleinen Hecht draufgeballert ist. Obwohl er auch schon irgendwie 80 cm oder so groß ja, war. Ja, ihr müsst euch mal überlegen, die Hechte tun es ja nicht, um den anderen Hecht zu fressen. Die wollen damit einfach nur ihr Revier verteidigen. Der große Hecht, der kann den ja gar nicht runterschlucken. Der wird ja ersticken an dem Fisch. Aber der tötet den meistens nur und dann wirft er den weg. Muss überlegen, was ein Revier die haben. Das ist so krass. Vor allem wenn die Leichen, die sind da richtig aggressiv.
Der darf nichts, auch wenn da ein Vogel über den über seine Putsch und der geht auf den Vogel drauf. Ja, aber so Meta-Hechte, die fressen ja schon kleine Vögel und ja. Enten, oder? Stimmt. Ah ja, klar, auf jeden Fall. Vor allem Welse auch, die gehen auf Tauben immer. Ja, sieht man den Hecht. Dein Hecht, der sieht, es sieht auch so aus, als hätte der in der. Es sieht auch so aus, als hätte der hier eine Bissspur. Also ein bisschen, ja. Wie eine Narbe. So und so. Ja. So wie es ausschaut. Vielleicht ist der Kleine, aber wurde er schon mal attackiert. Unfassbar, aber er lässt einfach den nächsten Zander gefangen. Auf Blinker. Mit dem Tiger-Gummifisch war das, glaube ich. Genau, wieder. Ja. Und wieder am Tag. Also wirklich krass. Und es war dort über dem Krautfeld, ne? Da ist ja nicht alles. Genau, da hatte ich einen Biss. Aber warum, was würdest du sagen? Warum kannst du auf einmal Zander angeln? Einfach wegen der Technik oder was würdest du sagen? Hast du so ein Gespür dafür bekommen? Wie ist es? Auf jeden Fall habe ich ein Gespür dafür bekommen. Nach so vielen Fischen, dann wird man. Also ich merke halt immer, wo die Fische beißen, wie sie beißen. Ich hab die ganzen Nachläufer, ich weiß ganz genau, wie die Fische sich verhalten. Und dadurch kann ich halt genau die Fische beangeln. Ich weiß ganz genau, wie ich einen Köder zu führen habe. Also du führst quasi Köder so, dass die Dinger da drauf gehen. Genau, ja. Wenn man den zum Beispiel zu langsam zieht, dann haben die auch keinen Bock darauf. Wenn man zu schnell ist, dann laufen die gar nicht erst hinterher. Du brauchst dafür wirklich ein geiles Gefühl. Du musst wissen, wie dein Köder sich unter Wasser bewegt. Du musst jederzeit wissen, wo dein Köder auch unter Wasser ist. Nicht, dass du jetzt nicht weißt. Du musst auch spüren, wann er auf dem Boden ankommt. Und zum Beispiel vor der Krautkante musst du auch wissen, am besten, wo die Kante ist. Ich wusste es halt, weil wenn die Kante kommt, dann geht das Wasser flacher. Und normalerweise ziehst du und wartest ja, bis er auf dem Boden ist. Ja. Aber wenn du bei der Kante angelst, dann musst du ja nicht warten, bis er auf dem Boden ist, weil es ja, geht ja automatisch hoch. Mhm. Das heißt zum Beispiel, bei der Kante ziehe ich ein paar Mal öfter ein, dann geht er gerade über die Kante und dann kommen die meistens von unten und schnappen sich den. Mhm. Der hat schon gut Power gemacht auf der Route. Ja, der Drill war auch relativ lang, ne? Ja, der Fisch ging echt ab, der hatte richtig Power. Geht schon gut ab, der Fisch. Ja, der kleine Ruder hat es echt Spaß gemacht. Und da kommt er in den Kescher. Danach war ich echt erleichtert, weil es war einer der größten Zander, die ich dort rausgeholt habe. Hier sieht man nochmal, wie böse der Zander eigentlich aussieht. Man sieht da richtig an den Zähnen, an dem Auge. Ich finde vor allem die Mischung aus Auge und Zähnen, das sieht. Ja, wenn man sich wirklich nur die Augen und die Zähne anguckt, so richtig so. Das ist das Raubtier, weißt du, der frisst die anderen. Ich finde, dieses Auge sieht halt so episch aus und auch die Zähne, die sind so. Ne. Einfach nach. Wie so ein Flussmonster einfach, ja, weißt du? Wie so ein kleines Flussmonster. Groß wenn echt Zander. Also 1,20 Meter. Also 1,30 Meter gibt's auch irgendwo wahrscheinlich. Nee, das ist wirklich so 1,20 Meter, so das höchste, was du fängst. Der Drill hat mega Spaß gemacht. Und der darf natürlich wieder weiter schwimmen.